Hallöchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars. Oh, Alter, Republic Kommando, Mann. Nun, komm, jetzt aber. Ja, es ist so schwer, dieses Ding zu treffen. Warum das Menü so schnell ist und warum man diesen Pfeil da nicht irgendwie langsamer machen kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wir sind hier jetzt alleine, wir haben uns von unserem Team getrennt und sollen hier das Föderationsschiff in die Luft jagen oder zumindest sabotieren. Und dafür muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Rücken Sie zum Kontrollraum vor und deaktivieren Sie die Systeme des Magazins. Sobald Sie den Droidenlader deaktiviert haben, stoßen Sie zu Ihrem Team und rücken zur Brücke vor. Wir zählen auf Sie, 3-8. Viel Glück. Genau so läuft das. Alleine gegen die ganzen Droiden. Ha, die haben keine Chance. Die Droiden oder ich glaube vielmehr wir, ne? Was ist denn das? Das sieht nicht gut. Überleg mal. Da unten ist ja irgendwas ein flüssiger Kern von diesen. Man rennt hier rum und plupp und ist man weg. Und keine Ahnung, wofür brauchen die Ventilation? Nein, es ist ja daran, es sind ja nicht nur Droiden. Hilfe! Die Droiden sind in Bereitschaft. Ich wäre besser vorsichtig, sie nicht zu alarmieren. Alter, so viele Superkampf-Droiden würde ich aber auch nicht schaffen. Gelangen Sie durch das Magazin, bla bla. Warte mal, mein Mauskabel spackt hier so ein bisschen. Das nervt mich so ein bisschen. 07 hier. Nähere mich meinem Ziel. Bis jetzt keine Droiden. Entschuldige, ich habe hier ein kleines Droidenproblem. Hier 07. Ich bin im Kontrollraum des Advisor Lifts und hacke mich jetzt in das System. Der soll mich erstmal suchen. Jetzt sind sie wach. Dein Ernst jetzt? 440, rücke jetzt zur primären Stromleitung vor. Warum fliegen diese Dinger? Es sind bestimmt solche Aufzüge und Transportdinger. Scheißdreck. Ja. Team, der Feind weiß jetzt, dass wir hier sind. Haltet die Augen auf. Hier für das Kühlmittel. Oh nein, das ist die Auslassöffnung. Ah. 6-2, könntest du die Klappe halten, bis du was Wichtiges zu sagen hast? 3-8, bitte melden. Ah. Ich glaube, man hätte ihn platt machen müssen, ne? Ob ich da hätte vorbeischleichen sollen? Hm? Ah, toll. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Schade. Jetzt sind sie wach. Ah, okay. Doch nicht. Zum Glück. So, pass auf. 440, rücke jetzt zur primären Stromleitung vor. Hätte er uns die ganze Zeit gesehen, oder was? Ich weiß es nicht. Wenn ich da dran vorbei crouche. Er sieht uns. Team, der Feind weiß jetzt, dass wir hier sind. Haltet die Augen offen. Oh, Scheißdreck. Au! Das Ding ist schon mal Schrott. Müsste aufgeladen werden normalerweise. Wer steht dann auf? Als ob dieses Viech nicht sterben kann, hä? Meine Güte. Wir hatten es doch mal sehr gut mit dem Scharfschützenaufsatz besiegt. Lass uns das doch damit versuchen.
Warum nicht gleich so, hä? Huh? Gesundheit maximal, das ist schön. Rechts 2 hier. Ich bin jetzt am Einlassventil für das Kühlmittel. Oh nein, das ist die Auslassöffnung. Rex 2, könntest du die Klappe halten, bis du was Wichtiges zu sagen hast? Genau. 440, hacke jetzt die primäre Energieversorgung. Wow. War das wegen uns? 462, ich habe das Einlassventil für das Kühlmittel gefunden. Platziere jetzt die Sprengsätze. Oh mein Gott. Dass sie überhaupt in so ein Föderationsschiff diese ganzen Geonosianer rumfliegen dürfen, ne? Nicht schlecht, was die auf die Beine gestellt haben. Ich bin im Kontrollraum des Ladeblocks. Roger, 3-8. Ich lade einen Protokollwurm hoch, der Ihre Laderoutinen außer Gefecht setzt. Finden Sie ein Terminal und hacken Sie sich hinein. Roger. Okay. Die Musik ist einfach einzigartig dazu, Alter. Man würde nicht meinen, dass das von Star Wars ist. Oha, noch mehr Droiden, wa? Die bleiben genau bei mir stehen. Typisch. Oh. Ja. Ich glaube, hier bin ich richtig. Okay, Team. Sekundärziele erreicht. Wir treffen uns auf Subebene 1157. Alles klar, Boss. Ja, Sir. Alles klar. Pack das voll bei uns. Dann los. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir waren große Klasse auf dem Schiff. Okay. Ich habe hier ein kleines Problem. Oh, okay. Wir werden angegriffen, Sir. Es gibt hier ein Droidenproblem, Boss. Stirb, du kleiner Schrotthaufen. Die Handelsföderation ist wohl nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. Vorsicht, Eltras. Wir haben das Schiff ziemlich zugerichtet. Das gefällt ihnen nicht. So wie die Droiden sich aufführen, könnte man meinen, wir sind hier nicht willkommen. Haltet sie einfach in Schach. Keine Heldentaten. Wenn wir wieder zusammentreffen, schlagen wir uns zur Brücke vor und verschwinden von diesem Monster. Roger. Alles klar, Boss. Verstanden. Oh, fuck. Jetzt nicht euer Ernst. Oh Mann, du. Oh. Ja, das kann man so machen. So, mal schnell nach links gucken. Ja, Gesundheit maximal. Hi auf. Aber ich glaube, den sind wir ja gleich los, hoffentlich, ne? Und? Tschüss. Jo. Ja, wir machen hier sehr viel kaputt. Oh. Ich bin ein Droide. Alter! Hör mal! Und tschüss! Hier. Treffen Sie den Jetzt! Genau, fight nicht an. Auf der Schiff gern negativ. Ja, lass sie laufen! Ja.
Da ist aber... Oh, alter Vater noch. Was sind denn das? Das müssen diese Kopfdinger sein von diesen Spider-Teilen gerade. Droide Gas. Ich kümmere mich darum, Sir. Ja, dann los. Alter, hat er ihn umgeboxt. Ja, mach ich halt. Ja, der merkt nichts mehr. Gute Arbeit, 07. Entdeckung. Sie kommen zurück. Granaten mehr. Ja, wir klären das Problem mit ihren für den Druidikas. Wie sollte ich denn alleine gegen Druidika? Ja. Wir werden angegriffen, Sir. Wir sitzen in der Falle. Ja, ja. Oh. Ich bin selber so ziemlich am Arsch, ne? Ja, während 7 sich hier ausgeruht hat, habe ich 2 Druidikas kalt gemacht. Irgendwo auf dieser Ebene muss eine Verladestation sein. Von dort führt ein Aufzug direkt zur Brücke. Roger, an die Arbeit, Deltas. Hätte ich jetzt hier wohl auch machen können, wann? Hallo, Leute. Kommando geheilt. Wow, aber um jede Ecke gibt es hier schon gleich Bagdad-Tanks, ne? Bagdad-Prozedur einleiten, Data. Ja, Sir. Okay. Was ist das? Ein Droidenträger 07. Lies beim nächsten Mal den Einsatzbefehl. Oh, ah, eine genau. Eine kleine Sprengnadel, willst du das Problem lösen? Weiter gut. Der ist erledigt. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Data. Wie viele Druiden sind da drin mit den Druidenkrieger? Sprengsätze sind scharf. In der Konfigurationsbereich. Dieses Geräusch. Gute Arbeit. Hoffentlich begegnen uns nicht noch mehr von den Dingern. Registriere Geräusch. Geh in Position. Das waren super Kampfdruide. Tür öffnen, Delta. Ich fange an. Wird ein Weilchen dauern. Tot sind die Kerle noch hässlicher. Die sind ja nicht tot, ne? Das sind ja nur Roboter. Ich bin gleich fertig. Tür gehackt. Wir können jetzt rein. ELD sind sichern. Ja, einfach die Kampfdruiden wegknüppelt. Volltreffer. Ja, ja, ja. Droiden wehren sich. Wir sind Bugs, Deltas. Gleich, gleich. Ach, scheiße. Ziel eliminiert.
sollen wir hin? Ich schätze, wir müssen durch die Tür da. Hier muss irgendwo eine Steuerkonsole sein. An die Arbeit, Deltas. Oh nein, ich werde gewurzelt. Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir, vielen Dank. Ja, das ist ein Springo. Ach du Scheiße. Alles auf einmal. Auf 6 Uhr, Boss. Delta 07 hat erwischt. Sie machen sich platt, Delta. Das ist die Kackvögel in der Griffwerke. Lade nach. 4-0 hat's erwischt, hilft ihm. Haben wir einen erledigt? Danke für die Unterstützung, Delta. Feuert auf die Facetten aus! Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. Hole Bagda. Ich bin ein Sympathizer. Ah, das war gut. Tut das gut. Und nachladen. Oh, ich will ja auch gerne durch. Genehmigen Sie sich etwas, Magda. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Der macht das voll dicht. Dann müssen wir ihn anders kriegen. Oh, Alter. Der Granaten aufsetzen? Jawohl. Diese Platten sind ja eine gute Idee, ne? Damit sind sie absolut sicher vor uns Angriffe, ne? Okay, da hätten wir noch nett. Granaten sind das wohl, wa? Okay, dann wir noch den aber mit. Das ist ja so ein schöner Punkt, ne? So, das war schon, ne? Oh. Ja, da haben sie noch welche. Motivation dafür. Aufsätze, Sprengaufsätze. Na komm. Richtige Aufsätze rauf jetzt. Na komm. Was denn da? Nein, kein Scharfschütze. Warum noch Scharfschütze? Habe ich eine Scharfschütze? Okay, dann nehmen wir einen Scharfschützenaufsatz. Hä? Hä? Okay, jetzt aber. Oh, abgeprallt, voll Elle. Oh, der ist bald down. Das war realistischer als die Simulationen. Realistischer als die Simulationen. Ja, okay. Ist der Aufzug nach unten? Wow, wackel, wackel. Öffnen Sie die Tür, Data. Aber sowas von. Man geht doch einfach an mir vorbei. Ich verstehe mal nicht, was hier an mir hängt. Aktiviere Detonator. Gesichert. Das müsste sie auch weg. Sie eliminieren. Attacke! Sehr gut sicher. Come on.
wieso denn mit den Deflektorschildern? Seit wann haben Super Kampfdrohnen Deflektorschilder? Naja. Aber sie sind im Weg. Subjekt terminiert. Hey. Das müsste der Aufzug zur Brücke sein. Welcher denn genau? Wo denn? Was sprechen wir denn hier? Aufzug zur Brücke? Wo? Was? Wie? Welchen? Wo? Was? Wie? Was? Erlangen Sie zum... Ja, zum Aufzug. Ja, wo ist der denn jetzt? Ich dachte, das wäre eine Wand. Alle Mann an Bord! Ja! Bei allem Respekt, Sir, aber Sie sind im Weg. Was bin ich? Bist du behindert? So. Rumpfzustand kritisch. Ausfall der kritischen Systeme in 5 Minuten. Sofort evakuieren. Alles klar. Oh mein Gott. Wir hätten erwartet. Ein verdammter Droide weniger. Delta Team befindet sich auf Subebene 0001. Gute Arbeit, Dreier. Finden Sie jetzt die Brücke und besorgen Sie die Codes. Roger. Bewegung, Deltas. Das Schiff ist gleich Geschichte. Beeinträchtigt. Sofort Evakuierung. Wow. Was bumst das hier? Ein Bumsen und Flumsen. Keine Dings mehr, Alter. Keine... Granaten ist da. Auch keine Panzer. Doch, Panzer brech ich nicht. Nice. Ach, komm schon. Brechen Sie die Tür auf. Feuern. Dalli. Ihr hebt keine Tiet mehr. Sprengsatz für Bresche platziert. Störung der Stabilisatoren. Systemausfall wahrscheinlich. Sie haben einen Erwischt bei Nacht. Man hört den Hund vielleicht bellen. So, das haben wir gemacht. Und jetzt können wir hier neue Sachen mitnehmen. Dann sollten wir es ja auch gleich geschafft haben, wa? Wäre gar nicht mal so schlecht, aber wäre das Schiff explodiert, was das dazu zu nehmen ist, ziemlich albern. Nur noch ein Knall. Das war ein super Kampfdroide. So. Durchhalten, Deltas, wir sind gleich da. Ja. Noch eine Motivation. Die Brücke müsste hinter dieser Tür sein. Ihr Bagdad. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Bin unter Ihrer Position. So einen zweiten Bagdad-Tank? Nee. Das hat geholfen. Sie, Bagdad, jetzt. Hole Bagdad. Auf dem Druidenschiff Bagdad, ne? Das ist aber gut, oder? Bagdad, Delta. Ausfall der kritischen Systeme in 2 Minuten. So, bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, dann los. Brechen Sie die Tür auf. Ich fange jetzt an. Sprengsatz ist scharf. Alles gesichert. Echo, Granate! Wir müssen uns beeilen. Los, Deltas. Schnappen wir uns die Codes und dann nichts wie weg. Das ist schon wieder.
Pass doch die Konsole auf, anders kommen wir hier nicht raus. Was lasst ihr denn da spazieren? So macht man das. Ja, aber sowas. Alter, hier, komm. Unter Präzision terminiert. Hacken Sie endlich das Terminal. Wie lange brauchst du, Kollege? Meine Fresse, sieht zu. Wie lange dauert das noch, Kollege? Wir haben die Codes, Sir. Gute Arbeit, Deltas. Bringen Sie sich in Sicherheit. Delta-Team, wir nähern uns jetzt dem Kernschiff. Kommen Sie zum hinteren Andock. Oh. Wir sprengen ihn auf. Zurück! 9. Schön, Sie zu sehen, 4-2. Ja, zwei. Dann reinlassen und so weiter. 5, 4, 3. Ja, was ist? 2. Oh, Alter, muss das so spannend sein? So, Kinderchen, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das hat sehr Spaß gemacht. Und wir haben das Föderationsschiff endlich besiegt. Tschüss.